Atomkraft und Erdgas sollen künftig unter bestimmten Bedingungen als klimafreundliche Energien eingestuft werden. Die Befürworter der Pläne konnten sich heute bei einer Abstimmung im Europäischen Parlament durchsetzen. Die Änderung der Taxonomieverordnung soll Investitionen in Energieprojekte mit Ökosiegel ankurbeln und der EU dabei helfen, ihre ambitionierten Klimaziele zu erreichen. Umweltschützer sprechen von Etikettenschwindel und kündigten Widerstand an. Ein kleiner Tumult im Europaparlament. Verrat rufen die Demonstranten auf der Besuchertribüne. Kurz zuvor wurde die umstrittene Verordnung von den Abgeordneten beschlossen. Atomenergie und Gas werden als nachhaltige Übergangstechnologien eingestuft. Vor der Entscheidung warb die Ratspräsidentschaft um Zustimmung. Das ist ein ausgewogener Vorschlag, der für eine Reihe von Mitgliedstaaten der einzige Weg ist, ihre Klimaziele zu erreichen. Bei der sogenannten Taxonomie geht es darum, einzustufen, wie nachhaltig europäische Wirtschaftsprodukte sind. So sollen Investoren sehen können, ob sie ihr Geld in klimafreundlichen Unternehmen anlegen. Dass Atomstrom ein grünes Gütesiegel bekommen soll, für die Grünen ein Skandal. Atomkraft ist bewiesenermaßen potenziell gefährlich für Mensch und Umwelt. Das wesentliche Problem ist aber nach wie vor die Versorgung des Mülls, die Endlagerung. Wir hinterlassen damit ein strahlendes Erbe für Generationen nach uns. Die christdemokratische EVP-Fraktion ist gespalten. Neben Befürwortern gibt es auch Gegner der umstrittenen Entscheidung. Es ist eine politische Entscheidung und nicht eine wissenschaftlich basierte. Man will hier Frankreich einen Gefallen tun, man will Deutschland einen Gefallen tun, aber man macht der Umwelt keinen Gefallen und das Ganze macht auch keinen Sinn. Umweltverbände sprechen von einem schamlosen Greenwashing der Atomenergie. Greenpeace, aber auch die Regierungen von Österreich und Luxemburg kündigen Klagen an gegen die sogenannte Taxonomieverordnung.